Ja, meine Leute, grüßt euch. So, ich sehe auf dem Kopf furchtbar aus, ich weiß, aber das Problem haben viele. Thema Friseure ist momentan schwierig. Ja, mal wieder unterwegs, nicht zu einem Lost Place, eher ein Ausflugsziel. Und wie man hier gleich sehen kann, wir sind goldrichtig. Also das ist eigentlich immer schon ein sicheres Zeichen für Qualität. Einmal hier und da drüben natürlich auch. So, und genau da wollen wir natürlich auch rein. Ja, wie gesagt, ist momentan am 1. Mai nicht viel zu machen. In Berlin prügeln sie sich, schmeißen Pflastersteine und wir gehen spazieren. Ja, das ist natürlich das Sperrgebiet. Aber ich hoffe einfach mal, dass man uns heute in Ruhe lässt am Feiertag. Ja, Leute, ein Braunkohlenkram, wie ich es auch inspiziert habe, damals beim TÜV. Etwa auch die Größe. Das ist eigentlich die kleinere Sorte. Es gibt da noch einige, die haben deutlich mehr Volumen. Also der ist relativ klein. Hier mit seinem Fahrwerk. We'll be right back.
man kommt sich schon sehr klein vor auf so einem Monstrum. Obwohl das ist nicht, noch nicht die größten, die es gibt. Er ist auch recht überschaubar. Das Problem ist hier, viele Schweißnähte sind offen. Das Ding ist zum Teil lebensgefährlich. Die Gitter sind abgerostet. Und da muss man schon verdammt aufpassen. So Leute, hier haben wir einen Maschinenraum. Hier riecht es ganz schrecklich nach Sprit. Da haben natürlich die Kabeldiebe, Kupferdiebe kräftig gewirkt. So Leute, hier war mal die Starkstromtechnik. Natürlich dann die Kabel, die weg. Hier wurde ja nichts übrig gelassen.